Gut, wir pullen jetzt auf 3 Zuschauer-Accounts. Sowohl hier für Saskia, danach machen wir weiter mit Feuerrampe, dann machen wir weiter mit Lucifer. Let's go, wir sind hier im Verlauf. Sind wir beim 50-50? 5, Seite 6, Seite Linne. Ja, wir sind beim 50-50. Dann pullen wir jetzt einfach los auf Saskias Account. Multi Nummer 1, wir stehen vor dem 50-50. Ziel ist natürlich, Early Pity und 50-50 zu gewinnen, gerade bei Zuschauern. Und ich hoffe, ihr alle hofft mit, wünscht viel Glück. Und gönn Saskia bessere Pulls als so eine Fische, die eh schon C6 ist. Wobei das ist eingeschränkter Pull, wenn man so sieht. Wartet man sich zwischendurch auch mal am Pull. Okay, jetzt sind wir bei Pity 55. Das passt noch. Wir sind noch nicht so weit. Noch eine Fische. Chichi Words. Ey, Salty. Das ist ein Zuschauer-Account. Das kann es doch der armen Saskia nicht antun. Sagen Chichi Words. Stattdessen wird Chingshu. Das ist jetzt der letzte Pull von Pity. Für den Hydro Dragon Daddy. So rum. Daddy come home. 2 Forsters, 2 Pulls wieder zurückgeschenkt. Wir machen das einfach so. Hier drin ist jetzt Hydro Daddy. Rein da. In Pity. Ich wusste, dass ich ihn so kriege. Kamehameha brauchen wir erst, wenn wir mehr Glück brauchen. Wenn wir Back-to-Back brauchen oder ähnliches. Außerdem wollte ich meine Kinder nicht wecken, weil ich dann bestimmt losschreie. Easy, Saskia. Genau so läuft das nämlich. Warum Kamehameha? Wegen seiner einzigartigen Technik, Black Sun. Er macht einfach Kamehameha. Hier, ich zeige es ganz kurz. Kamehameha! Im Nuller Pity ist genau bei Lenny aufgehört zu pullen. Back-to-back wird es schon mal nicht. 50-50, ja. Plus Nuller Pity. Ja, wir müssen alles reinhauen. Lelouch, ich habe das erste 50-50 gewonnen. Auf dem ersten Zuschauer-Account. Wo sind die Pre-Emotes? Das ist eine gute Frage. Arbeite für meinen Timeout. Ich glaube, du darfst aber auch Salty einfach timeouten. Wenn Salty schon sagt, dass sie für einen Timeout arbeitet. Jeder soll sehen, dass wir mit Pre-Emotes hoffen für dich, Feuerrampe. Ein 50-50 zu gewinnen und dann Early Pity nochmal einen zweiten zu kriegen, sodass du ihn E1 hast. Reiner. Pull Nummer 4? Ich glaube, Pull Nummer 4. Ich habe mit dem Pull schon angefangen, aber nur auf Zuschauer-Accounts bisher, Eva. E1 habe ich jede E1 gesagt. Ich habe wohl Lichtkegel gesagt, jetzt sage ich E1. Mein Kopf ist einfach im Star-Rail-Denken. Was für ein Drecks-Multi. Jetzt aber. Der fünfte Multi ist auch nicht. Wenigstens ist ein Charakter mit drin. Hast du alle C6? Müssen wir der Story vertiefen. Weil Salty hier den anderen Leuten aus der Community nicht gönnt. Gönnen Feuerrampe alles. Gönnen Feuerrampe alle C6-Charaktere. Einfach 7 Levelets im einen. Pikachu ist es auch nicht. Rein da. Sind wir schon im Soft-Pity-Line. Herr Legs erst, ne? Das ist Pull Nummer 7. Wir gehen in den Soft-Pity. 2 Pulls geschenkt. Das ist vollkommen egal. Das ist der spannende Multi. Wenn das eine DR ist, darfst du auch 2 Minuten timeouten. Aber es ist... Ne. Wie? Let. Timing hat nicht so gut gepasst, ne? Versuch Nummer 2. Ne. Wie? Let. Der erste. Rein da! Die machen es spannend. Die machen es spannend. Also, Hoyo, was möchte nicht, dass ihr jetzt irgendwie hofft, dass ihr denkt, ist es? Ist es nicht? Ist es nicht? Mit dir ja. Oder vielleicht ein Tinari? Es könnte auch eine Bola sein. Oder es ist. Ne, wie? Let! Euer Rampes Familie schaut zu. Sieht wie Versage. Das ist, unangenehm. Deswegen back to back. Wird noch unangenehmer. Ich auch nur einen Pull zurück. Aber danach wenigstens eine Waffe, dass das nächste wieder ein Charakter wird, dass man wieder einen Pull zurückkriegt. Schaffen wir dann... Okay, eine Figur schaffen wir noch. Ich würde Anzeige wegen Körperverletzung machen auf mich. Ich wusste nämlich, dass ich nur noch Pech habe. Aber warum gehst du denn schon so negativ an deine Puls ran, Feuerrampe? Du musst manifestieren, dass das Glück auf deiner Seite ist. Fischel, let's go. Pull Nummer 2, Pull Nummer 3. Ist es nicht. Das ist wieder nur eine Fischel. Pull Nummer 4. Direkt Instant Skip. Feuerrampe! Es tut mir leid. Solche schlechten Puls mache ich wirklich, 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 wirklich ungern für Zuschauer. Ich fühle mich dann auch, wenn ich nichts dafür kann, fühle ich mich trotzdem verantwortlich. Wisst ihr, wie ich das meine? Man pullt die Figuren, man hat Pech beim Pullen und denkt sich so, ja, das hätte man auch besser machen können. Man hätte vielleicht nochmal heute Morgen Glückskeks essen können oder sowas. Aber nein, man geht zweimal ins Pity und verliert das 50-50. Vom Gericht zählt, es tut mir leid, nicht? Das ist genossen schlecht für mich zu pullen. Salty, du bist eine Ausnahme. Aber ich genieße es nicht, für Feuerrampe schlecht zu pullen. Ich habe heute nicht genug Glückscookies gegessen. Ich versage, gönnst deine Community nicht. Ich muss wirklich das zweite Mal ins Pity gehen. Das sind die maximal schlechtesten Pulls, die ich heute hätte machen können. Und da ist dein Levelett.
Da jetzt nicht zwei in einem Multi sind. Hätte es mal Kamehameha machen müssen. Ich hab das gemacht, alle haben geschrien cringe. Jona, 3-Sterne-Waffe, 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 3-Sterne-Waffe. Wird auch nichts mit zwei in einem Multi. Es tut mir leid, Feuerrampe. Ich habe alle Pulls verbraucht, um mit einem Nivellet zu enden im allerletzten Pull. Genauso wie du hier im allerletzten Pull mit Lennon geendet bist. So, Lucifer als letzte Person. 10-0 ist 100% und dann Waffe. Okay. Und holen uns erstmal mit 100% Nivellet. Und danach hoffen wir, dass wir die 37,5% Chance auf die Waffe gewinnen. Du hast hier eh alle Forsters auf C6, oder? Ja. Wen frage ich überhaupt? Rein da. Hallöchen, Chiara. 100% Chance. Und wieder der letzte Multi. Oh, let's go. War wie gesagt die 100% Chance. Und es war nicht die letzte Figur im Multi. Immerhin. Der wurde gesetzt. Wir wollen aber keinen Homerstab. Lucifer hat genug Homerstäbe. Von daher geht es hier rein. Erstmal nur 4-Sterne-Sachen. Eine Figur wäre ganz nett. Wenn du gerade eine Figur kriegen könntest, natürlich. Lö. Aber die neue Waffe nehmen wir auch mit. Gerade, also was ich am spannendsten finde, so aus meiner Sicht, ist das Schwert. Das möchte ich haben. Mit LP prozentual für Layla oder Cookie, falls man sie mal auf hier spielt, statt auf Elementarkunde. Aber bisher gibt es nur eine 5-Sterne-Waffe. Einhand mit AP prozentual als Subset. Und das ist jetzt die erste 4-Sterne-Einhand-Waffe mit AP. Wichtige Waffe. Und Rainer. Einmal bekommst du einen 5-Star-Char im Waffenbanner. Verwirrung ist da. Wie viele Puls? Du bist auch bei 0er PT. Okay. Dritter Multi erst. Jetzt fertig mit der Story. Am Anfang sehr schleppend, aber das Ende ist super gewesen. Wie viele Stunden hast du gespielt, Julia? Auch alles gelesen in der Story? Müllwaffe. Versuch Nummer 4. Versuch Nummer 7 müsste der Pity sein. Müssen aber nur die 37. Da war übrigens die neue 4-Sterne-Einhandwaffe. Mit AP prozentual als Subset. Falls du deiner Layla oder deiner Cookie etwas gönnen möchtest und die Loose-Waffe nicht hast, kannst du die Waffe gerne auf Stufe 90 bringen und damit weiter. Das war Pull Nummer 5. Solange ich jetzt die 37,5% Chance gewinne, ist es alles egal. Der nächste ist es. Wir landen im Soft-Pity, meine lieben Freunde, auf Lucifers Account. Und dann sind wir mit dem, was wir für Zuschauer heute pullen wollten, durch. Dann haben wir alles, was wir heute haben wollten, fertig. Bedeutet, 1, 2, der 6. ist es. Und deine Waffe. Okay, das ist ein schlechtes Zeichen. Wo ist die denn? Ja, wenigstens das. Boah, wenigstens hier 150 Puls gespart. 150 Puls gespart, meine lieben Freunde. Weil wir die Waffe instant bekommen haben. Das sehe ich gern. Und die Waffe habe ich auch 2 oder 3 Mal. Auch das sehe ich gern.